Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen neuen Soundmod für unsere Schranken und Tore, also in dem Fall jetzt bei der Werkstatt oder hier als Beispiel beim Busbahnhof oder beim Hartz-V-Amt oder überall, wo ihr so ein Türchen habt oder eine Schranke, da werdet ihr gleich den Ton hören, der gleich hier abgespielt wird. Ich zeige euch das mal, wie das klingt, und ich zeige es euch dann bei der Garage drüben gleich nochmal genauso, damit ihr wisst, was das hier genau ist. Also passt mal auf, ich fahre jetzt mal ein Stück nach vorne, bis dann gleich das Türchen aufgeht. Passt mal auf. Und Achtung. Also ein pfeifendes Geräusch, sobald praktisch das aufgeht hier. Jetzt fahre ich da raus, ich fahre mal gegenüber, da ist nämlich auch gleich die Garage. Und beim Zugehen ist dann im Prinzip das gleiche. Gleiche nochmal, ne? So, noch ein Stück nach vorne. Das kann man es mal hören und sehen. Also da habt ihr immer diesen Sound. Und das gleiche passiert jetzt, wenn ich jetzt hier zur Garage fahre. Passt mal auf, wenn ich hier ins Tor reinfahre, passiert Folgendes. Achtung. Da ist es nur so lange da, bis er die Bewegung da ist. Ne? Da geht es noch rein um die Bewegung. Da drüben dauert es ein bisschen länger, weil das Tor ein bisschen länger braucht. Unser Rolltor hier ist ein bisschen mehr auf Zack. Daher ist es dann hier noch ein bisschen schneller unterwegs, ne? Auf der anderen Seite das gleiche, ne? Da ist bloß anderthalb Mal dieses Tongeräusch. Ob das jetzt jemandem gefällt, ist natürlich eine andere Geschichte. Ob jemand sagt, oh nee, was soll ich denn mit dem Geräusch bei einem Rolltor? Weiß nicht, ob man oder der eine oder andere das gebrauchen kann. Ich finde es eine coole Idee. Immer das Spiel ein bisschen auffrischen und hat immer was Feines, finde ich. Aber das muss jeder für sich dann selber entscheiden, ob er sagt, das ist was oder das ist nichts. Ich finde die Idee ganz gut. Aber ja, gut. Müsst ihr selber entscheiden. Ich soll es einfach mal präsentieren für euch zu Hause. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das was ist oder nicht. Ihr könnt es natürlich auch gern kommentieren. Bin mal gespannt auf eure Kommentare, wo ihr sagt, ja, die Idee ist cool, lade ich mir runter. Oder sagt, was soll ich damit? Weiß nicht, bringt mir irgendwie nichts, hat keinen Mehrwert. Oder. Haut einfach mal raus, aber ich finde, die Idee ist ja schon mal gut. Ne? Wir finden immer alles, was so geräuschetechnisch und Sounds neue im Spiel sind, sind von Haus aus immer gut. So, dann habt ihr Fragen dazu, dann einfach raus damit. Ich habe es ja schon erwähnt, dann einfach raus eure Meinung. Und wenn es euch immer gefallen hat, lasst einen Däumeling da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem Soundmod für Rolltor und sämtliche Schranken und Tore, die dann halt so aufgehen. Ne? In diesem Sinne, schönen Sonntagabend noch, macht's gut, bis bald und adios.